Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Frau Arbeitsministerin, bitte. Ja, einen schönen Vormittag auch von unserer Seite. In gewohnter Weise dürfen wir Ihnen am Dienstagvormittag immer das Update geben zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten und der wirtschaftlichen Lage. Ich darf beginnen mit den Arbeitslosenzahlen und der aktuellen Entwicklung zur Kurzarbeit. Wir können auch diese Woche wieder berichten, dass beide Zahlen rückläufig sind, was eine richtige Richtung sozusagen ist weiterhin. Und auch beim Rückgang der Kurzarbeit können wir diese Woche Erfolge verzeichnen. Mit dem Stand heute liegen nämlich zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Krise deutlich unter 1 Million Menschen, die in Kurzarbeit sind. Auch was die Arbeitslosenzahlen betrifft, sehen wir nach wie vor einen positiven Trend, dass immer mehr Menschen jetzt wieder in Beschäftigung kommen. Zum Thema Kurzarbeit. Wie gesagt, sind zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Krise weniger als 1 Million Menschen in Kurzarbeit. Das sind genau 812.745 Personen, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden. Das ist ein deutlicher Rückgang zur Vorwoche, da viele Projekte mit Mitte Juni jetzt nicht mehr verlängert wurden und ausgelaufen sind. Wir sind mit Anfang Juni jetzt in die dritte Phase der Corona-Kurzarbeit gekommen. Zur Erinnerung, die erste Phase war überhaupt die Corona-Kurzarbeit im Zuge der Krise. Die zweite Phase läuft auf Hochtouren, das ist die Abrechnung. Und jetzt die dritte Phase der Corona-Kurzarbeit ist sozusagen für die Unternehmen, wo es noch nach wie vor notwendig ist, aus wirtschaftlichen Gründen die Corona-Kurzarbeit zu verlängern. Erst wenige Betriebe haben die Corona-Kurzarbeit verlängert. Es sind rund 17.000 Betriebe, die jetzt die zweiten 3 Monate beantragt haben. Zum Vergleich, Ende Mai hatten wir über 110.000 laufende Projekte, also Unternehmen, die sich in Kurzarbeit befunden haben. Und jetzt liegen wir bei 58.443 Projekten. Das heißt, dass seit dem Höhepunkt der Krise rund die Hälfte der Kurzarbeitsprojekte ausgelaufen sind. Und für die, wo es notwendig ist, die mit Ende Mai ausgelaufen sind, haben jetzt noch eine Woche Zeit, die Verlängerungsanträge über das IAMS-Konto zu beantragen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass wir auf einem richtigen Weg sind, nämlich für all jene Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wieder auf Normalbetrieb umgestellt haben. Und ich danke all jenen, die es jetzt auch wieder möglich ist, sozusagen im normalen Betrieb zu arbeiten. Die Abrechnung zur Corona-Kurzarbeit läuft weiterhin auf Hochtouren. Wir haben mit dieser Woche 2,5 Milliarden Euro an über 100.000 Unternehmen ausbezahlt. Das ist eine Abrechnungsquote von rund 90%. Zu den Arbeitslosenzahlen. Gesamt sind 470.376 Personen arbeitssuchend oder in Schulung gemeldet. 422.765 Personen sind beim AMS arbeitssuchend gemeldet und 47.611 Personen sind in Schulung. Seit Mitte Mai ist ja der Schulungsbetrieb wieder aufgenommen und wir sehen auch hier, dass die Zahl der Menschen, die wieder sich in Schulung befinden, stetig auch steigt aus der Arbeitslosigkeit in den Schulungen, auch in Richtung Weiterbildung, Umqualifizierung hier den Fokus zu setzen. Im Vergleich zur letzten Woche ist das ein insgesamter Rückgang von 10.520 Personen, die also wieder Arbeit gefunden haben. In Zahlen ist das ein insgesamter Rückgang vom Höhepunkt der Krise von Mitte April um 118.000 Personen, die jetzt wieder in Beschäftigung sind. Zu den Branchen ist da zu zeigen, dass der Großteil des Rückgangs nach wie vor im Tourismusbereich ist, also Beherbergung und Gastronomie, nämlich 6.200 Personen innerhalb von einer Woche konnten hier vermittelt werden. Ich darf Ihnen auch noch eine Weiterentwicklung zu dem letzten Woche beschlossenen Arbeitslosengeld kommunizieren, nämlich hier haben wir nachgebessert und auch den Betrachtungszeitraum erweitert, nämlich ist der jetzt von Mai bis August. Das bedeutet, wer 60 Tage im Zeitraum von Mai bis August arbeitslos gemeldet war oder ist, soll die Einmalzahlung bekommen und diese wird automatisch im September überwiesen.
Man sieht an den rückläufigen Zahlen einerseits bei der Arbeitslosenquote, aber andererseits auch bei den Kurzarbeitsprojekten, dass es wieder bergauf geht, dass wir mit unseren Maßnahmen in die richtige Richtung gehen. Es gibt aber nach wie vor noch viel zu tun. Hier arbeiten wir in vereinten Kräften auf Hochtouren, zum Beispiel auch mit unserem Investitionspaket von 12 Milliarden Euro, die wir letzte Woche beschlossen haben, auch hier neue Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch alles dafür zu tun, dass wir die bestehenden behalten und sichern können. Unser Ziel ist es, dass wir die Menschen schnellstmöglichst nachhaltig in Beschäftigung bringen. Herzlichen Dank. Frau Wirtschaftsministerin, bitte. Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lockerungen im wirtschaftlichen Bereich und die Grenzöffnungen zeigen erste Verbesserungen. Nach einer fünfwöchigen Seitwärtsbewegung gibt es erste Anzeichen für einen leichten Aufwärtstrend. Das geht zurück auf der einen Seite auf den privaten Konsum. Das ist ein wichtiger Faktor, der den größten Anteil, aber gleich gefolgt auch von Exporten. Wenn wir den Einzelhandel betrachten, also Einzelhandel und den Freizeitbereich, da gehört auch der Bereich der Gastronomie dazu, da lag die Besuchsfrequenz zuletzt nur mehr um 11% unter dem Vorkrisenwert. Im Lebensmittelhandel sowie in der Drogerie und in den Apotheken ist die Frequenz bereits seit einigen Wochen fast gleich hoch wie in den ersten Wochen diesen Jahres. Und auch im Tourismus gibt es ganz erste zarte positive Signale. Die Arbeitslosenzahlen sinken, das haben wir gerade gehört, und viele Unternehmen holen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus der Kurzarbeit zurück. Ich war heute gerade bei einem erfolgreichen Technologieunternehmen, Anyline, auch die heute ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in die Büros zurückgeholt haben und aus der Kurzarbeit vor allem zurückgeholt haben. Auf den ersten Blick also sehr erfreuliche Entwicklungen für Österreich, aber wir sind noch lange gemeinsam nicht über den Berg. Als Regierung haben wir deshalb entsprechende Schritte gesetzt, mit einem großen Paket den Wirtschaftsmotor so richtig wieder anzuwerfen und in den Gang zu bringen. Und 50 Milliarden Euro dazu sind, wenn man auch das mit anderen Ländern in Europa und weltweit vergleicht, ein großes Paket. Wir brauchen eine zielgerichtete Investitionsoffensive gegen bröckelnde Schulen und Straßen sowie für die Technologien von morgen. Und es braucht ganz wichtig leistbares Wohnen in den Städten und auch am Land. Und das alles vor dem Hintergrund, dass unsere Unternehmen, dass wir diese stützen, dass sie die Arbeitsplätze erhalten und die Arbeitsplätze retten und neue Arbeitsplätze schaffen. Also eine kluge Wirtschaftspolitik ist aus meiner Sicht die nachhaltigste Sozialpolitik, die wir haben können. Und hier ist es für mich selbstverständlich als Regierung, dass wir auch ganz besonders auf bestimmte Gruppen schauen. Und da möchte ich heute auf die Jungen in Österreich eingehen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Wir müssen verhindern, dass diese Covid-Krise, die wir haben, zu einer Krise für die berufliche Zukunft unserer jungen Menschen und unserer Fachkräfte der Zukunft wird. Lassen Sie uns also gemeinsam kurz die Zahlen anschauen. Ende Mai waren in Österreich 17.213 offene Lehrstellen eben beim AMS gemeldet. Das sind sofort verfügbare und nicht sofort verfügbar, also auch jene, die im Herbst verfügbar sind. Das ist tatsächlich ein Rückgang von 6,7% gegenüber dem Mai 2019. Deshalb haben wir im Lehrstellenbereich dieses Anreizsystem geschaffen, den Bonus, auf den ich nochmal extra hinweisen möchte, den Lehrstellenbonus mit 2.000 Euro pro Lehrstelle, und dieser steht ab dem 1. Juli, also ab nächster Woche, zur Verfügung. Er kann auch rückwirkend bekommen werden, und zwar rückwirkend bis zum 16.03. dieses Jahres. Alle Infos dazu findet man auf der Website meines Ministeriums unter www.lehre-fördern.at oder im Lehre-Online-Service-System, das allen Unternehmen entsprechend zur Verfügung steht. Gleichzeitig sind wir im engen Austausch mit den Lehrlingsstellen, die es ja in jedem Bundesland gibt, und diese werden die Unternehmen
in Ihrem Bundesland auch proaktiv ab Anfang Juli darauf ansprechen. Unternehmen, die bereits Lehrlinge aufgenommen haben, müssen dies nicht extra melden. Sie bekommen automatisch dieses Geld und können sich es entweder zweigeteilt auszahlen lassen, also am Beginn und Ende der Probezeit, oder komplett am Ende der Probezeit. Uns ist wichtig, dass natürlich nur jene Unternehmen das Geld auch bekommen, die die Lehrlinge auch behalten. Ein zweiter Punkt, was die Lehrlinge betrifft, ist die Qualität der Ausbildung. Und das war mir in meiner ersten Amtszeit schon sehr, sehr wichtig und in meinem gesamten Arbeitsleben, in meinem gesamten Arbeitslesen in 22 Jahren in der Wirtschaft, immer wieder das Thema Lehre neu eingeführt in Unternehmen oder erweitert. Und gerade in diesen Zeiten gehen Punkte wie die Qualität der Lehre manchmal unter, neben anderen Themen. Und deshalb ist es mir wichtig, Sie aufmerksam zu machen auf das zweite Lehrberufspaket, wo wir 5 neue Lehrberufe geschaffen und modernisiert haben, das jetzt gerade eben stattgefunden hat. Und was sind diese neuen Lehrberufe? Sie haben gesehen, dass die Digitalisierung voranschreitet und dass wir Produktionen nach Europa zurückholen wollen und nach Österreich. Und da brauchen wir junge Menschen und brauchen wir eine Ausbildung im Sinne von Smart Factories in Betrieben mit den Themen Artificial Intelligence und verschiedensten Bereichen umgehen können. Und somit gibt es hier einen neuen Lehrberuf Fertigungsmesstechnik, den es vorher nicht gegeben hat. Und wir rechnen hier mit ca. 150 Lehrlingen, die sich hier in diesem Jahr dafür melden und auch ausbilden lassen. Es gibt große Unternehmen, aber auch mittlere Unternehmen, die planen, diesen Lehrberuf entsprechend auch einzuführen. Besonders würde ich mir natürlich wünschen, dass sich gerade Frauen für diese jungen, für diese technischen Lehrberufe melden und entsprechend auch hier ihre Ausbildung beginnen. Ein weiterer Lehrberuf kommt einher mit der Entwicklung eines bestehenden Gewerbes, nämlich der Buchbindetechnik. Und man könnte glauben, dass das in der heutigen Zeit nicht so interessant ist, aber wir haben diesen Lehrberuf erweitert und er ist jetzt erweitert worden um das Thema Postpresstechnologie. Jetzt könnte man sich fragen, was ist das? Aber hier sitzen viele aus dem journalistischen Bereich. Den Digitaldruck zu bearbeiten, Broschüren, Zeitschriften zu erstellen. Ende 2019 waren 64 Lehrlinge in dem ursprünglichen Lehrberuf Buchbindertechnik tätig und wir erwarten uns über 100 Lehrlinge dadurch, dass wir diesen Lehrberuf modernisieren und in die digitale Zukunft führen. Der Ausbildungsversuch für den Lehrberuf Medizinprodukte, Kaufmann, Kauffrau wird in den regulären Bereich übernommen. Und es gibt auch etwas, was sehr wichtig ist, wenn wir uns anschauen, wir haben immer mehr Elektrofahrzeuge und wir haben immer mehr Solaranlagen. Hier spielt das Thema Hochvoltantriebe und Batterien eine wesentliche Rolle. Und auch hier geht es darum, den Lehrberuf Kraftfahrzeugtechnik weiterzuentwickeln und dieses Modul, das jetzt ausgetestet worden ist, das Spezialmodul Hochvoltantriebe, in den Lehrberuf mit einzubauen, in den regulären Lehrberuf. Denn unsere Lehrlinge, die dort sind, das sind immerhin 7.200 männliche und immerhin 333 weibliche Lehrlinge in diesem Beruf, brauchen eine Zukunft, es muss jetzt der Grundstein gelegt werden, dass sie auch in der Elektromobilität mit dabei sein können. Dann ein weiteres Thema ist mir ein großes Anliegen, das ist das Thema Pflegelehre. Das Thema, dazu hat es bereits auf Expertenebene erste Gespräche gegeben und bis zum Sommer werden wir ein konkretes Berufsbild erarbeiten und bis zum Herbst mit den Ländern und Berufsschulen abstimmen. Mein Ziel ist ganz klar, dass wir hier bis Anfang kommenden Jahres eine Ausbildungsmöglichkeit im Pflegebereich schaffen, der zum Beispiel in der Schweiz sehr erfolgreich ist und dass wir diese enormen Ressourcen und Möglichkeiten, die wir in Österreich haben, entsprechend auch nutzen. Mein Vorschlag ist daher, dass wir diese Pflegelehre in der Form gestalten, dass es ein Berufsbild gibt für Erwachsene, das heißt über 18-Jährige ganz klar, und ein Berufsbild für unter 18-Jährige, die zuerst nicht am Pflegebett arbeiten, sondern erst später, wenn sie eben 18 Jahre alt sind. In Ländern wie der Schweiz ist das ein großer Erfolg und wir sehen
einen hohen Bedarf in Österreich und haben ausgerechnet, dass es ein Potenzial gibt von 7.000, die sicherlich diese Lehre absolvieren würden, die Pflegelehre. Es gibt auch noch weitere Gründe dafür, wenn Sie in die Praxis schauen, auch zum Beispiel in meiner Familie. Meine Mutter war im Gastronomiebereich tätig, ist dann gewechselt in den Bereich der Pflege. So ist das ganz typisch für das, was uns eine vorliegende Studie jetzt zeigt, dass nämlich 90% derer, die in der Pflege arbeiten, weiblich sind und im Durchschnitt 45 Jahre alt sind, aber 70% keine Krankenpflegerausbildung haben. Und die Lehre ist ein weiteres Modul, eine Möglichkeit, hier vor allem Frauen, aber auch Männern einen zweiten Berufsweg zu ermöglichen, ihnen zu ermöglichen, in der Mitte ihres Lebens zu entscheiden, sich für diese Pflege zu entscheiden und hier aber auch die Möglichkeit zu haben, ohne in eine Schule gehen zu müssen, sondern in diesem dualen System, wo Schule und praktische Ausbildung miteinander verbunden wird. Zum Abschluss mein Appell an alle Unternehmen: Verzichten Sie in diesem Jahr bitte nicht auf Lehrlinge. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sie für die Fachkräfte der Zukunft vorsorgen, dass wir unsere nächste Generation ermöglichen, in den Betrieben zu arbeiten, beginnen. Da wollen wir Sie bestmöglich unterstützen. Meine Bitte ist hier eindringlich, diese Möglichkeit zu nutzen und in diesem Jahr nicht auf Lehrlinge zu verzichten. Herzlichen Dank. Danke, Frau Wirtschaftsministerin. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Guten Morgen, Christina Stiller, Zeit im Bild. Ich hätte eine Frage zur Kurzarbeit. Die Sozialpartner fordern eine Verlängerung der Kurzarbeit über den September hinaus. Was sagen Sie dazu? Welche Gespräche gibt es da und wann könnte es da eine Entscheidung geben? Hierzu führen wir gerade die Gespräche eben auch mit den Sozialpartnern, wo wir uns ganz genau anschauen, welche Branchen brauchen eventuell eine Verlängerung. In gewissen Bereichen gibt es auch eine zeitliche Verzögerung aufgrund der internationalen Krise, in der wir uns befinden. Und dementsprechend schauen wir uns ganz genau an, welche Bereiche könnten das sein, wo gibt es Branchen, die eventuell eine Verlängerung über den Herbst hinaus brauchen. Und dementsprechend möchte ich hier medial auch nicht vorgreifen, weil wir uns gerade in Gesprächen befinden. Sie können nichts Konkreteres sagen, an welche Branchen da schon gedacht wird? Wir sind gerade in der zweiten Verlängerung der Kurzarbeit und wir sehen, dass viele Unternehmen wieder in den Normalbetrieb gehen können. Das ist ein erfreuliches Zeichen und das ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz werden wir ganz genau beobachten, in welchen Branchen bedarf es einer Verlängerung aufgrund der internationalen Entwicklung und dementsprechend können wir hier auch nicht vorgreifen. Bei der Kurzarbeit hat es jetzt einen Rückgang von mehr als 300.000 Personen gegeben. Das ist relativ groß. Im Vergleich bei der Arbeitslosigkeit nur 10.000. Das ist eine riesige Diskrepanz. Warum wird bei einer Stelle das so viel besser und bei der anderen nur so langsam? Danke vielmals für die Nachfrage. Das ist ganz wichtig, das auch hier in diesem Rahmen gerne aufzuklären. Die 10.000 sind von letzter Woche bis zu dieser Woche, die wieder in Beschäftigung gekommen sind. Wir haben 118.000 Personen seit Mitte April, die wir aus der Arbeitslosigkeit wieder in Beschäftigung gebracht haben. Und bei der Kurzarbeit sehen wir haben ja 3 Monatsphasen. Also erste Phase der Corona-Kurzarbeit, 3 Monate. Jetzt beginnen die Phasen der Verlängerung stehen jetzt an, wo viele Unternehmen sagen, es ist nicht mehr notwendig, weil sie wieder auf den Normalbetrieb umschichten und wieder beginnen können. Dementsprechend geht es darum, dass man auch sieht, von der Verlängerung der Kurzarbeit nach den 3 Monaten und nicht alle Unternehmen haben ab 1. März die Kurzarbeit beantragt. Das heißt, das ist jetzt auch schrittweise, wo wir sehen, welche Unternehmen gehen aus der Kurzarbeit hinaus, die seit 1. März die Verlängerung machen konnten, welche die seit Mitte März die Beantragung gemacht haben oder auch seit 1. April, wo teilweise auch Unternehmen noch in die Kurzarbeit gegangen sind. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass die Unternehmen, die eine Verlängerung machen wollen, die seit 1. März beantragt haben, also mit Ende Mai die Kurzarbeit ausgelaufen ist, die haben noch eine Woche Zeit, um die Verlängerung über das IAMS-Konto beantragen zu können. Gerne. Die jetzt aus der Kurzarbeit rausgeflogen sind, das noch beantragen, dadurch könnte das wieder steigen ein bisschen. Ich
Ich möchte schon festhalten, dass kein Unternehmen aus der Kurzarbeit rausfliegt, sondern es geht darum, dass die 3 Monate der Corona-Kurzarbeit begrenzt sind, sozusagen. Das wissen auch alle Unternehmen, die die Kurzarbeit beantragt haben. Und jetzt ist die Möglichkeit zur Verlängerung. Und nachdem auch unterschiedliche Unternehmen die Beantragung gemacht haben, manche mit 1. März, manche mit Mitte März, manche mit 1. April, manche auch mit Mitte April, ist das sozusagen auch stufenweise jetzt in der Verlängerung möglich. Die, die jetzt mit Ende Mai die Kurzarbeit beendet haben, die ersten 3 Monate, können jetzt noch innerhalb einer Woche die Verlängerung beantragen übers IAMS-Konto. Aber die sind jetzt schon gezählt, dass sie nicht mehr in der Kurzarbeit sind, also das könnte sich dann wieder umdrehen. Es könnte sein, dass das ein oder andere Unternehmen noch in dieser Woche die Verlängerung beantragt und dann würden die noch in die Verlängerungszahlen hineinkommen. Genau. Also aus der Praxis berichtet, Kurzarbeit ist ja ein Modell auch gewesen, das man vorher schon gehabt hat, darum kenne ich das auch aus der Praxis, von der Unternehmensseite her, entscheidet man sich mal, die Kurzarbeit zu beantragen und dann schaut man innerhalb dieser, wie man es flexibel macht. Also man meldet dann die Kurzarbeit nicht zur Gänze ab, wenn man nicht sozusagen das Ziel hat, diese Kurzarbeit nicht weiter zu machen. Zu den Branchen, weil Sie ein bisschen gefragt haben, welche Branchen vielleicht jetzt noch mehr Bedarf haben, ist zum Beispiel der Bereich der Industrie. Die Industrie hat ja stark noch gearbeitet mit Aufträgen, die aus der Vergangenheit da waren. Und dann war diese Lücke des weltweiten Shutdowns, da kamen wenig Aufträge herein. Und jetzt geht es wieder darum, Aufträge zu bekommen. Das heißt, es kann hier ein wenig zeitversetzt sein, gerade in der Produktion, eher Richtung Jahresende. Der Tourismus, der ländliche Tourismus, den sehen wir, dass der jetzt langsam anzieht in verschiedensten Regionen, zum Beispiel in Kärnten ganz, ganz gut. Aber der, der wirklich ein Problem länger behalten wird, ist der Städtetourismus, weil hier die ganzen Events, die Kongresse und auch das Urlauben in der Stadt nicht so stark angenommen wird. Also so muss man unterschiedlich differenzieren. Bitte. Neuber-Nina von Servus TV. 2 Fragen an die Frau Ministerin Aschbacher. Zum einen, man konnte am Sonntag im Profil lesen, dass das Kurzarbeitsgeld oder Budget nicht ganz ausgeschöpft wurde, beziehungsweise nur zur Hälfte ausgeschöpft wurde. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, warum glauben Sie, dass da nur 6 Milliarden sozusagen beantragt wurden und was passiert mit dem restlichen Geld? Und die 2. Frage bezüglich der Versteuerung der Sonderzahlungen. Finanzminister Blümler hat angekündigt, es wird keine Nachteile für die Personen geben, die sich jetzt in Kurzarbeit befinden beim 13., 14. Gehalt. Gibt es da jetzt konkrete Vorstellungen, wie das ausschauen soll? Ich beginne gleich mit Ihrer 2. Frage. Wie schon gesagt, ist der Herr Finanzminister Blümel mit seinem Team dahinter, um das steuerlich auch abzuklären und hier die Regelungen klarzustellen. Und zur 1. Frage. Es sind über 10 Milliarden, die bewilligt wurden für die Corona-Kurzarbeit. Es geht darum, dass die Unternehmen monatlich die tatsächlichen Ausfallstunden abrechnen. Und wie wir sehen, ist der Trend, dass von einem Viertel bis zu einem Drittel, manchmal auch die Hälfte, schon mehr gearbeitet worden konnte im Zuge der Krise, also in den Monaten März und April. Und dementsprechend wird auch nicht alles ausgeschöpft. Ich kann Ihnen einen Vergleich sagen von 2009. Hier wurden in der Finanzkrise 500 Millionen Euro für die Kurzarbeit, nicht die Corona-Kurzarbeit, für die Kurzarbeit bewilligt und ausgeschöpft wurden 113,5 Millionen. Das bedeutet, dass die Unternehmen vorsichtiger waren beim Bewilligen und haben die Arbeitszeit sehr reduziert und sahen aber dann doch, dass es eine Mehrarbeit möglich war. Und dementsprechend ist ja auch das Corona-Kurzarbeitsmodell so attraktiv und interessant, weil die Unternehmen ja entscheiden können, wenn es mehr Arbeit gibt, ist es gut, wenn mehr gearbeitet wird und dann aber auch nur die tatsächlichen Ausfallstunden in der monatlichen Abrechnung dann beim AMS einzureichen. Bitte die Dame. Also das Geld, das jetzt beantragt, bewilligt wurde, aber dann nicht ausgezahlt. Was passiert dann in Folge mit dem? Jetzt Verlängerung der Kurzarbeit bis Herbst, aber wie zum Beispiel eben Herr Katzian gesagt hat, er könnte sich das auf längere Sicht vorstellen, dass Unternehmen das auch viel länger noch brauchen werden. Was sind da Ihre konkreten Vorstellungen? Was sollte mit dem Restgeld, das budgetiert wurde, sozusagen passieren? Also grundsätzlich sind noch nicht alle Abrechnungen vollzogen. Dementsprechend ist eben auch bei der Kurzarbeit so, dass abgerechnet wird zum Schluss in diesem Fall. Und da jetzt die Verlängerungen auch anstehen, wird auf jeden Fall der Topf der Corona-Kurzarbeit für die Verlängerungen weiterhin ausgeschöpft. Also das ist eben wichtig. Im Bewilligungsprozess werden ja immer diese gesamten Monate dann bewilligt und abgerechnet wird monatsweise.
Und da werden wir ganz genau hinschauen und sehen, wie viel dann tatsächlich ausgeschöpft wird oder wie viel dann dementsprechend noch übrig bleiben würde. Angelides von ATV. Mich würde noch interessieren, worauf dürfen sich denn die Mitarbeiter im Städtetourismus eben konkret einstellen? Auch Stichwort vielleicht Umschulungen. Es gibt heute quasi einen Hilferuf von Wiener Hotels, die um Übernachtungen buhlen. Gestern die Meldung im Mai, Wien-Tourismus komplett eingebrochen. Worauf dürfen sich da die Mitarbeiter einstellen? Und muss man eben in Richtung Umschulung doch denken? Also grundsätzlich ist es so, dass gerade der Städtetourismus massiv von der Krise betroffen ist, nämlich aufgrund des internationalen Reisebeschränkungen, aber auch der Veranstaltungsverbote, wie zum Beispiel Messen und Kongressen, die abgesagt wurden und auch sozusagen hier die Perspektive noch offen ist, nämlich warum? Weil wir an oberster Priorität die Gesundheit haben. Und alles, was wir im wirtschaftlichen oder im arbeitsmarktpolitischen Bereich machen, machen wir aufgrund der Maßnahmen, die von der Gesundheit aus möglich sind, also an oberster Priorität stehen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass im Tourismus selbst die Lage sich wieder entspannt, aber im Städtetourismus, hier gilt es noch genauer hinzuschauen, wie die nächsten Monate sich entwickeln. Wir können hier von seitens des AMS Weiterbildungen, Schulungen und so weiter auch anbieten und zugleich auch, wenn zum Beispiel ein Hotel oder auch ein Gastronomiebetrieb öffnen kann, aber noch nicht die volle Auslastung hat, haben wir den Neustartbonus ins Leben gerufen, nämlich seit letzter Woche kann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die zum Beispiel Teilzeit angestellt wird, wenn die Vollauslastung noch nicht möglich ist, zu 50% arbeitet, kann der oder die Mitarbeiterin direkt beim AMS die Förderung ansuchen und bekommt bis zu 30% zusätzlich an Unterstützung, sodass er oder sie auf 80% des vorigen Gehaltes auch ist, um wieder in Beschäftigung zu kommen, auch wenn noch keine Vollbeschäftigung möglich ist. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann schließe ich die Pressekonferenz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.